Grande. Die sind eine super Sache. Und ich habe 12 Euro. So, hier kommt das Wasserrettungsrohr rein und da kommt ein Ventil zum Aufmachen. Das Kupfer jetzt reinigen, das abschleifen. So ein Schleifvlies. So, das ist eine Lötpaste. Da ein bisschen was drauf. Das Lötzinn ungefähr Durchmesser vom Rohr, also machen wir so 15 mm. So, Kupferfittings muss man ein bisschen aufholen, sonst würde der Hanf also da nicht halten auf dem Gewinde. Da könnte man auch so ein gibtes Plastik zum Abisolieren, so Bänder kann man auch verwenden. Ich verwende also lieber Hanf. So, dann ein bisschen Dichtungspaste. So, jetzt haben wir das Ventil. Mit dem werden wir dann das Wasser auf und zu machen. Kommt jetzt der Übergang für den Schlauch, für den Schlauchanschluss noch drauf. Das ist ein sogenanntes Reduktionsdoppelnippel. Das ist vom 1/2 Zoll und das ist 3/4 Zoll für diesen Schlauchanschluss.
Sonderli. Kann sein, wenn man das dann ein bisschen raufbiegen muss. Kann man gleich machen. Sonderli, ja genau. Na ja, das schaut eigentlich eh ganz gut aus, ne? Und die Befestigung, das mache ich jetzt gerade mit Kabelbinder. Jetzt schauen wir es in diesem Hörner. Halt genug. Ich habe das nie probiert, das ist jetzt ein Versuch, ob das jetzt nicht funktioniert. Ich stelle das so vor, dass ich dann mit Wasser an Wasserschlauch anschließe. Jetzt diesen Blaser, kommt vor an die Luft und ich möchte probieren mit dem Wasser, wie da zum Beispiel so ein Pflaster reinigen kann. So kann ich das Wasser auf und zu machen. So, probieren wir es einmal. Funktioniert besser wie der Hochdruckreiniger. Ist schonender. Also macht mir Spaß.